Smarana, ihr Lieben, schön, dass ihr da seid. Ich freue mich sehr auf unsere gemeinsame Zeit. Und es geht heute um etwas, was vielleicht so ein mancher noch nie gehört hat. Dieses Hören bezieht sich auf eine doppelte Bedeutung, nämlich ob man es gesagt hat oder ob man es tatsächlich gehört hat. Es geht um eine Radioquelle, um eine Stimmquelle im Universum. In der Milchstraße sozusagen. Und ich weiß ja, dass viele spirituelle Menschen oder auch sehr feinfühlige Menschen in der Lage sind, die Lichtsprache oder die Engelsprache zu hören. Es gibt sicher Menschen, die jetzt das als kritisch einstufen, die sagen, oh Gott, das ist ja Spinnerei, das kann ja gar nicht wahr sein. Das kann man jetzt aber widerlegen, sozusagen. Denn ich habe unter dem Video einen Quellennachweis, wo man tatsächlich so etwas aufgenommen hat. Und zwar gibt es in Australien ein Radioteleskop, mit dem man solche Schwingungen aufgenommen hat. Und die Wissenschaftler sind wieder mal sehr, ja, sprachlos, hilflos. Die können damit nichts anfangen. Und zwar hat man festgestellt, dass also diese Töne spiralförmig aus der Milchstraße bis zur Erde kommen. Natürlich dauert es eine gewisse Zeit, bis die bei uns ankommen, aber auf jeden Fall kommen sie an und man kann sie messen. Und diese Töne, das sind die Töne der Engel, die Lichtsprache. Diese Töne, so hat man gemessen, sind mal eine Woche lang ständig jeden Tag zu hören. Dann gab es wieder Pausen, dann konnte man sie einen Tag lang hören. Also es ist unterschiedlich lang, je nachdem, was die Engel uns zu sagen haben. So wurden diese Messungen vollzogen. Und ich zeige euch jetzt mal ein Bild. Ich habe ein Bild bisschen gemacht, so damit ihr erkennt, was damit gemeint ist. Und zwar seht ihr diese Spirale, die ist nicht gleichmäßig, die ist so ein bisschen unförmig. Und das ist praktisch die Qualität oder die Worte, welche aus der Milchstraße bis zur Erde fließen. Also das Universum spricht mit uns. Es teilt uns Dinge mit, die wichtig sind. Diese Spirale konnte man also messen. Man konnte auch das Licht messen, die Helligkeit. Und sie wurde also heller und dunkler. All das sind Dinge, was jetzt niemand so richtig einordnen kann. Ich weiß aber ganz genau, dass zum Beispiel spirituelle Menschen schon immer oder einige davon schon immer in der Lage waren, Töne zu hören, die Engel sprechen zu hören und singen zu hören. Und ich sage das auch sehr oft in meinen Channelings. Ich glaube auch, dass viele von euch das dann auch gehört haben. Und es gibt sicher Menschen, die jetzt sagen, oh, ihr seid grenzwertig, ihr dreht durch, sowas gibt es nicht. Aber in dem Moment kann man jetzt darauf verweisen, dass also unter dem Video dieser Quellennachweis ist und dass es es gibt. Und die Lichtsprache ist ja so etwas, eine Engelsprache, die wir gar nicht so sehr verstehen können, die so ähnlich ist wie das Sanskrit. Und da habe ich euch auch was vorbereitet, denn ich habe mal das gechannelt, um euch das auch erklären zu können, damit ihr versteht, was ich meine. Und da könnt ihr jetzt das nächste Bild anschauen. Avas Sohami. So tönt diese Sprache oder so. Dieses Avas Sohami könnte man als Lichtsprache übersetzen oder Engelsprache, so in der Art Lichtsprache der Engel. Also das ist das, was wir hören können. Dieses Avas Sohami habe ich gechannelt, ist sehr ähnlich dem Sanskrit, so wie auch man tatsächlich sagen kann, dass die Lichtsprache sich so ähnlich anhört. Dazu muss ich aber sagen, es gibt jetzt nicht nur diese eine Sprache, ich mache es mal wieder weg, sondern es gibt mehrere Sprachen. Es gibt tatsächlich viele, viele Sprachen und es gibt auch die mystische Sprache von Merlin, die habe ich ja auch gechannelt zum Beispiel. Und dann gibt es aber da auch noch
viel mehr differenzierte Sprachen, die wir, sage ich mal, über das Channeln verstehen können, vom Gefühl her. Denn da helfen uns auch die Engel, dies zu übersetzen, damit wir es verstehen. Und es gibt aber auch sehr viele Engel, die dann so uns die Botschaften überbringen, dass wir sie in unserer Sprache verstehen, also die es praktisch übersetzen. Das sollte man wissen, wenn man jetzt sich um diese Lichtsprache kümmert. Und ich weiß, viele Menschen möchten gerne diese Lichtsprache lernen oder eben verstehen. In dem Fall kann ich einfach sagen, es ist immer gut, wenn man sich mit den Engeln verbindet und dann einfach darum bittet, dass sie uns ein paar Worte erklären, ein paar Worte geben und wir dann das verstehen können. Also das kann auch jeder für sich selbst tun. Und vielleicht habt ihr ja auch Lust, jetzt mal gerade unter das Video in die Bemerkungen eure Träume zu schreiben, was ihr in Bezug auf die Lichtsprache und auf die Engel und auf diese Meldung jetzt, dass es also tatsächlich gibt, dass es also gemessen wurde, diese Töne, ja, was ihr da für einen Traum habt. Und denn diese Energie des Traumes, wenn wir die aufschreiben, die bekommt dann Materie, die kann sich dann erfüllen und die Engel hören ja zu in dem Moment, wo wir jetzt so einen Traum aufschreiben. Also mein Traum ist es tatsächlich, in der Lichtsprache mit den Engeln zu sprechen, weil es ist ja auch so, diese Lichtsprache hat eine andere Energie als wie unsere menschliche Sprache jetzt. Die menschliche Sprache trägt ja die zwei Pole, also die ist ja in der Dualität und trägt immer zwei Bedeutungen, also gut und böse. Und die Lichtsprache der Engel hat das ja nicht. Die ist tatsächlich nur, sag ich mal, in Anführungsstrichen, positiv. Also sie trägt diese Wertung nicht. Sie ist getragen von Liebe und von Licht. Und das ist wundervoll zu hören und in diese Energie einzutauchen und komplett dann da drin aufgenommen zu sein. Das ist so mein Traum. Und ich bin gespannt, was ihr da für Träume habt. Denn ihr wisst, je mehr wir träumen, umso mehr kann sich dabei verwirklichen. Das ist ganz, ganz wichtig. Also man könnte auch diese Lichtsprache nochmal so zu verstehen geben, dass sie Frequenzen aus dem Universum sind, die uns Botschaften bringen. Also es ist in jeder Schwingung ja eine Bedeutung und eine Botschaft. Und manche Engel sprechen also in dieser wundervollen, sehr alten Lichtsprache zu uns. Und so für mein Verständnis, auch wenn man es jetzt nicht versteht, wenn man nur die Töne hört, ist es wundervoll, dieses Licht hinter diesen Tönen zu spüren. Allein das ist schon sehr, sehr, sehr wundervoll. Und diese kosmische Kommunikation, die dadurch entsteht, die bringt so ein Erwachen nach innen in die Stille. Weil, also wenn ich so auf diese Töne höre, bin ich ganz still. Und das ist so ein Erwachen in die Stille. Und diese Stille, die gibt einem ganz, ganz viel Kraft. Und das Göttliche, was wir selbst sind, kann sich dabei entfalten. Und das ist ja auch das, was wir gerne möchten, dass wir uns immer mehr entfalten können und dass auch unsere Energie angehoben wird. Das ist wichtig. Und dazu können wir diese Lichtsprache sehr gut nutzen. Dann gibt es noch auch dieses Erwachen nach außen, in das Diesseits, in das Jenseits, in das aktive, seelische, universelle und menschliche Leben. Also das nach außen hin erwachen und dann diese Veränderung leben, die Veränderungen der Energieerhöhung leben. Also diese zwei Dinge, die gehören für mich zusammen. Und ja, schreibt mir eure Träume dazu, wie ihr gerne das erleben möchtet und wie auch für euch ja diese neue Welt, dieser Aufstieg, diese Kommunikation mit den lichten Wesen sein soll, wovon ihr träumt. Und vielleicht träumt ja auch der eine oder andere, dass die lichten Wesen im Traum kommen, im Traum zu uns sprechen.
oder in einer Meditation zu uns sprechen. Also wie auch immer ihr das träumt, ich denke, es hat alles seine Berechtigung. Und ich denke auch, dass wir werden ja jetzt ganz tief eintauchen in diese Töne, in diese Frequenzen der Liebe und des Lichtes, einfach um mal das Gefühl zu bekommen, wie ist es denn, wenn jetzt die Engel zu uns sprechen, oder wie ist es denn, wenn der Kosmos zu uns spricht, also diese göttlichen Frequenzen zu uns gelangen. Denn es braucht immer eine innere Aufmerksamkeit, damit man dies wahrnehmen kann. Und wir werden in die innere Aufmerksamkeit gehen, damit wir so tief wie möglich dort hineinkommen können. Und was auch noch natürlich tatsächlich so ist, dass auch, man könnte jetzt sagen, die Außerirdischen, man könnte sagen, die Plejader, die Lyraner, also all diese Wesen in dieser Lichtsprache oder nochmal in ihrer eigenen Lichtsprache auch gerne zu uns sprechen würden. Denn sie müssen ja auch immer ihre eigene Sprache übersetzen, damit sie uns überhaupt Botschaften bringen können und wir sie dann verstehen. Und das ist so ein ganz großes Wachstum, was da geschehen kann, wenn wir uns dafür öffnen und verbinden. Und ich bin sicher, dann werden uns die Engel, die lichten Wesen der Außerirdischen, das auch erklären und fühlen lassen. Also ich habe das so erlebt, dass da viel mit Bildern gearbeitet wird. Und über diese Bilder können wir dann auch die Lichtsprache verstehen. Das wäre so eine Hilfe von mir, so wie ihr es einfach mal ausprobieren könnt. Und ich bin schon sehr gespannt, wie es euch gehen wird, wenn wir jetzt gleich die Meditation zusammen machen. Denn es ist ja schon eine ungewohnte Welt, die wir jetzt betreten. Ja, und da ist die Seele natürlich ja aufgeregt, und die Seele, sie kennt diese Sprachen und sie möchte natürlich auch, dass wir uns öffnen und da so viel wie möglich davon eben jetzt mitbekommen. Und was ich euch noch sagen wollte, es gibt auch bald einen neuen Fernlehrgang zum Medium, zur Ausbildung zum Medium der neuen Zeit. Schaut einfach mal generell immer unter das Video. Dort steht alles, was wichtig und was neu ist. Ja, jetzt tauchen wir einfach mal in diese rätselhaften Signale ein, welche die Wissenschaftler nicht orten können, doch orten schon, aber welche sie nicht verstehen können. Aber wir, denke ich, wir haben jetzt in der Meditation eine große Chance, ganz viel zu fühlen und da eine besondere Beziehung zu entwickeln. So, jetzt wünsche ich euch ganz viel Freude. Ich sprühe mich ein mit den Plejaden, mit der plejadischen Essenz, weil ich da so das Gefühl habe, ich bin ganz nah jetzt bei den lichten Wesen im Universum. Und es ändert sich schon auch die Energie. Ich schicke euch mal ein bisschen rüber und wünsche euch ganz viel Freude. Es geht jetzt los. Smarana, geliebtes Menschenkind, Smarana liegt vor dir, umhüllt dich und trägt dich, denn es ist die göttliche Liebe, welche dich heute begleiten wird. Und diese Signale und Frequenzen aus der Milchstraße, sie sind Botschaften der geistigen Wesen, und die geistigen Wesen freuen sich sehr, wenn dich diese Töne erreichen. Und so bitte ich dich jetzt, deine Aufmerksamkeit auf deinen Herzensraum zu legen und in einem Tempo, welches dir gut tut, ein- und auszuatmen.
Atme dabei in deine innere Mitte und dehne deine innere Mitte aus. Spüre, wie du dabei ganz ruhig wirst und wie dein Lichtkörper immer heller und größer wird. All die Energie, welche um dich herum nun liegt, ist von Smarana getragen, von Gottes Liebe und Gottes Nähe. Und nun bitte ich dich, deine Seele zu bitten, dass sie dich über die Linien der Zeit in die Milchstraße bringt, dorthin, wo die Frequenzen der Liebe entstehen und dich besonders gut erreichen können. Vielleicht vernimmst du nun einen hellen Ton in deinen Ohren. Dies ist das Zeichen, dass du bereit bist, diese Töne zu hören. Und ich rufe nun die Engel des Lichtes und der Liebe, um uns zu begleiten. Zugleich in diesem Moment fließt das helle Licht in deinen Raum und in deine Seele. Spüre nun die Nähe der Engel. Spüre, wie sie bei dir sind. Und wenn du es möchtest, wenn du es erlaubst, werde nun die Kanäle in dir geöffnet, mit welchen du die Lichtsprache, die hohen Frequenzen wahrnehmen kannst. So gib deine Erlaubnis, wenn du dies möchtest, denn dann werden die Engel deine Kanäle öffnen, gleichzeitig auch reinigen und ausdehnen. Es geschieht voller Liebe und Achtsamkeit. Und es ist so, wie wenn du die Stille hören könntest. Es ist ein ganz neues Gefühl des Hörens, welches du nun wahrnimmst. Und nun beginnen die Engel zu singen. Sie singen deinen Namen. Lausche den Tönen und sei einfach neugierig wie ein Kind, denn alles, was du wahrnimmst, ist Liebe, Liebe und Licht. Und so hüllen dich die Engel ein mit ihrer ganz besonderen Liebe. Sie streicheln dir über dein Haupt und sie sehen dir in die Augen. Und in diesem Moment weißt du, dass deine Energie erhöht wurde und du bereit bist für eine Kommunikation.
Und so gebe ich dir ein wenig Zeit, einfach zu genießen, völlig egal, ob du etwas hörst oder ob du etwas fühlst oder Bilder bekommst. Diese Momente sind deine persönlichen Momente mit den Engeln. Und vielleicht kommt ja auch ein ganz bestimmter Engel zu dir, um dir ein paar Worte oder auch nur ein Wort zu sagen. Alles kann sein, alles ist möglich und es geschieht in der höchsten Liebe für dich. So wurdest du reichlich beschenkt. Deine Energie wurde erhöht. Und dein Kanal, deine Kanäle wurden eingeweiht. Du bist bereit. Setz dich nicht unter Druck, denn alles wird dann kommen, wenn es sein soll. Und so bringt dich nun deine Seele wieder zurück in dein Hier und Jetzt. Das, was du mitbringst, ist das Licht der Engelsprache. Es sind die Töne deines Namens, welcher in der Engelsprache gesungen wurde. Und so darfst du, nachdem sich die Engel jetzt bei dir verabschieden, wieder sanft in dein Hier und Jetzt zurückkommen. Ich sage es Marana zu all den lichten Wesen und ich sage es Marana zu dir. Schön, dass du heute hier warst. Ich denke, du bist wieder da und was ich so für mich spüre, ist dieses innere Wissen, dass dieses innere Wissen geöffnet wurde und ich meinem Traum noch viel näher gekommen bin. Noch enger mit den Engeln kommunizieren zu dürfen. Und mein Traum ist auch, dass alle Menschen, die das möchten, mit den Engeln sprechen dürfen. Dass alle Menschen, die es möchten, diese Lichtsprache verstehen und auch diese wundervolle Liebe dabei spüren. Und auch die riesengroße Grenzenlosigkeit des Universums und der Liebe spüren. Denn allein das erhöht unsere Energie und bringt uns auf die nächste Erwachensstufe, ihr Lieben. Ich freue mich so sehr über diese Botschaft. Und ja, ich wünsche dir eine wundervolle Zeit. Wenn dir mein Video gefallen hat, dann darfst du es hier bitte, wenn du da draufklickst, abonnieren. Und ich danke dir sehr für dein Abo, für deine Unterstützung. Das gibt mir Kraft, weiterzumachen. Alles Liebe für dich. Tschüss.